und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Iveco Highway. Das ist der von Shumi aus dem SS-Forum geupdatet für die Version 1.37 und die wollen wir uns heute anschauen. Den gibt es in verschiedenen Varianten, nämlich hier den ganz normalen Highway. Den gibt es dann auch in Euro 6 Form. Na, ich zeige euch das hier mal anhand der ganzen Gedönssachen hier. Dann gibt es den NP. NP müsste hier für Gas sein, ne? Oder dann die XP. Wir schauen mal kurz beim XP. Ich glaube, das bleibt hier soweit alles gleich. Ne? Da hat man hier Kunststoff mit Chrom, hast du nicht gesehen? Das, genau, also es ist, im Prinzip wird das hier bloß abgeändert. Und dann auch hier der Tank, auch beim NP. Und sonst ist es hier im Prinzip nicht mehr. Und der Rest bleibt dann alles gleich. Ich nehme jetzt mit den Euro 6. Den gibt es hier 4x2. Einmal mit Ersatzreifen oder mit dem hier. Oder dann, der Rest ist dann hier auch Standard. SCS, ne? Spoiler ist jetzt hier mal weg, logisch. Stärkste sind 560 PS. Wir haben hier 16 Gänge und Retarder. Dann haben wir hier das Interieur. Ja, das Originale von SCS ist ein bisschen mau auf der Brust. Deshalb gibt es hier natürlich, Jumi uns noch ein passendes Interieur dazu, eine Limited Edition, auch als zum Schalten oder Automatik. Dann gibt es ein Standard, das kennen wir schon. So, das gefällt mir sehr gut, dieses Braune, ne? Das ist dann hier nochmal. Auch hier in schwarz-weiß, auch als Automatik, logisch, dann UK-Version. Und ja, ich will mir auf alle Fälle die hier nehmen, das gefällt mir sehr gut mit diesem Braun hier, das sieht sehr schick aus. Und oh, dann gibt es auch den Iveco Highway Truck of the Year 2013. Müssen wir vorstellen, wie lange das schon wieder her ist. Ne? Wir haben 2020, schon wieder 7 Jahre her. Verrückt, 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 verrückt. So, der Spoiler, ich mache ihn gerne mal weg, ist aber auch ganz gut. Mal was Neues machen und so und umleuchten lasse ich mal weg. Interieurlicht haben wir hier rot. Wir haben hier den Lampenbügel vom HS Schoch, den ich natürlich auch nutzen möchte, da er ja schließlich kompatibel ist. Deshalb nutzen wir den auch. Dann setzen wir uns hier noch ein paar so rund umleuchten drauf, 2 Stück, und dann bin ich schon zufrieden. Hier gibt es einen Highway-Schriftzug, dann gibt es hier noch, der Spiegel bleibt. Dann haben wir hier noch die Sonnenblende mit Rundumleuchten. Dann nochmal mit dem Truck of the Year mit rundum leuchten oder einfach, ja, so. Jetzt schaue ich mal, ob hier wirklich nur rundum leuchten mit, nein, ich kann hier sogar noch, also ich kann, klar, ich kann hier rundum leuchten drauf bauen, das sieht dann so aus, oder ich sage, nee, ich will hier noch ein paar Lampen dran haben, dann klöppel ich mir hier zum Beispiel noch ein paar Lampen dran, so, kann ich jetzt hier ganz genauso machen, funktioniert, mache ich jetzt einfach auch, warum? Weil ich Bock drauf habe. So, dann gehen wir hier zum Grill. Gibt es diesen New-Variante hier mit diesem Kunststoff noch. Auch in Chrom. Aber Chrom will ich nicht. Ihr wisst, ich bin nicht so der Chrom-Fan. Mir liegt es halt einfach nicht so, das Zeug. Und deshalb lasse ich das mal weg. So, die Bügel haben hier einen Scheinwerferbügel 2 und dann hier nochmal den Scheinwerfer City oder den Bullenfänger Mega. Auch von HS Schoch. Finde ich ganz schick. Also das hier nochmal so zu erwähnen. Dann gibt es den Iveco Kennzeichenhalterung. Dann gibt es noch Schmutzfänger in verschiedenen Varianten. Und hier nochmal untere Kühlergrill. Lasse ich jetzt mal weg, denn das sind die Originalen von SCS. Dann Kunststoff, Chrom oder lackiert. Ich lasse mal ein bisschen Kunststoff dran. Sieht doch manchmal gar nicht so schlecht aus. Euro 6. Hier noch das Original-Emblem hier. Was haben wir hier noch? Das gibt es auch als Kunststoff lackiert. Oder so, das machen wir mal, sieht gar nicht so schlecht aus. Hier auch noch Kunststoff ein bisschen mit dabei. Plaste, Plaste, Plaste. Was gibt's hier? Ah, schwarzer Tank. Ihr wisst, ich liebe einfach von Shumi seine schwarzen Tanks. Die gefallen mir einfach. Trailerkabel in Farbe bunt oder in schwarz. Dann gibt es hier noch den HS Schoch. Da braucht man aber dann natürlich hier die Verkleidung dazu. Den Schutz lasse ich jetzt mal weg. Dann gibt es hier die Originalrückleuchten noch. Hier machen wir noch Iveco dran. Unterlegkeile finde ich immer wichtig. Was habe ich noch was vergessen? Nee, ne. Jetzt sind wir, glaube ich, hier erstmal durch. Und ich fahre halt immer die LKWs von Shumi gerne mal ohne Spoiler, weil man hat so die Möglichkeit nicht. Und deshalb mache ich das immer gerne. So, dann hier noch Kabinen-DLC. Will ich nicht allzu weit drauf eingehen. Hier natürlich das Kabinen-DLC mit den passenden... Na, seht ihr schon, Logo dazu. Da will ich jetzt hier aber auch nicht weiter drauf eingehen. Das lassen wir auch mal weg.
Dann habt ihr hier, Moment, das machen wir erstmal hier schnell. Check. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit beim Radio, da könnt ihr ein bisschen rumbauen, das Radio weglassen. Dann, oder nur in so ein Radio. Dann müsst ihr euch hier natürlich das Navi hinbauen. Oder Version 2. Das wäre dann hier oben. Na? Dann GPS. Und GPS und Radio. Ja, also kombiniert. Und hier dann oben natürlich CB, Funk, klar. So, dann lassen wir das mal weg. Dann hier Lenkrad, Standard. So, das. Und dann glaube ich, sind wir hier erstmal soweit durch. Ich hoffe, dass Schumi irgendwann noch seine Scheibenaufkleber wieder updatet hier für den LKW. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. Als erstes testen wir das mal mit der Scheibe. Ihr wisst ja, oh, Motor starten, sonst wird es nichts. Oh, da. Also Scheibe funktioniert hier auch. Hier sieht man es nochmal ganz gut. So, mal Scheibe wieder hochmachen. Jo. Interieur, Exterieur gehört vielleicht mal überarbeitet. Das ist hier nicht so der Hit. Aber okay. Lass mir das mal so dahingestellt. Dann das Dashboard könnten wir uns mal kurz anschauen hier. Da macht Schumi auch immer ganz viel. Da wird auch immer ganz viel hier gebastelt. Und ja, genau. Ansonsten sehr, 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 sehr schicker LKW hier. So, kurzer Lichttest. Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Funktioniert natürlich alles hier. Erst Sahne, wie immer. Rückwärts, vorwärts, Bremse, Blinker, alles da, wo es sein soll. So, wir machen mal das Interieurlicht an. Zack. Hier seht ihr dann diese Lampen hier, diese Spots, die hier leuchten. Da und da und da. Und funktioniert auch. Farbe ist ja hier, könnt ihr ja ein bisschen aussuchen. Wir starten jetzt mal los mit dem Iveco Highway. Wie schon gesagt, ich habe den jetzt mal ohne Spoiler genommen, denn ohne Spoiler nimmt man den LKW meistens dann, wenn man Tanktrailer fährt oder so. Die haben meistens nie Spoiler dran oder selten. Warum? Spart man sich das halt ein bisschen, denn Aerodynamik und so brauchst du dann hier beim Tanktrailer nicht. Man plane, okay. Dann pfeift es so drüber, aber hier ist es jetzt wurscht, da brauchen wir das nicht. Sieht auf alle Fälle ganz cool aus und der Iveco läuft. Ich finde den nach wie vor noch richtig gut. Sind halt nicht viele begeistert von dem LKW. Ist halt auch Geschmackssache, muss man auch dazu sagen. Aber ich finde ihn nach wie vor ganz gut. Also funktionieren tut ja alles, Dashboard und ja, ganzen Anbauparts. Habe nichts gefunden, was irgendwie nicht funktionieren würde. Open Window geht, F-Mod ist ready. Ich kann die Scheibe nochmal runter machen hier. Also das läuft alles hier ohne Probleme. Und ihr habt halt noch den NP und den XP zur Auswahl hier vom Iveco. Genau. Dann hier Radio mit CB-Funk. Oder ihr könnt das auch hier reinmachen. Das finde ich auch ganz witzig. Ist auch mal nicht schlecht, ne? Jeder LKW hat halt nun mal nicht Navi. Genau. So, ihr habt soweit alles gesehen. Falls nicht, dann einfach nochmal zurückspulen. Ansonsten lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Iveco Highway. Für die Version 1.37, ich glaube, der Titel von Schumi aus dem SS Forum. Und ja, wie schon gesagt, falls Fragen sind, einfach kommentieren. Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich viel Spaß damit. Macht's gut, bis bald und tschüss.